Jungs, wir haben jetzt schon 2 Wochen kein neues Video auf Nerds Choice hochgeladen. Habt ihr irgendeine Idee für ein neues Video? Hier, Nett vs. Arschloch können wir mal wieder machen. Haben wir letzte Woche schon gemacht, den Dreck. Ja. Oder die Religionsvertreter. Ja, ja. Arme Scheiße. Dann vielleicht ein Gag zwischendurch? Ein Gag zwischendurch. Ja, oder Werbung. Werbung. Kannst du mal bitte dein Genuschel aufhören? Man versteht die fast. Du hörst die Uwe so sauber. Fangst du gleich, bitte wer sauber. Willkommen zu unserer neuen Rubrik Altbayerisch für Anfänger. Unsere drei Jungs hier haben noch keine Ahnung, was sie dieses Wochenende wieder so anstellen sollen. Aber hört selbst. Samstag war, ist was? Ja, im Dorf unten war ein Weinfest. Meinst du, die haben da ein Bier? Ich wiederhole, meinst du, die haben ein Bier? Zu Deutsch, gibt es da etwas Vernünftiges zu trinken? Rötz ist auch da Brandels. Ich wiederhole, rührt sie da, da brandelt's. Zu Deutsch, ich glaube, das Nachbarskind versucht schon wieder die Scheune anzuzünden. Ein Krampf, der Grillipper. Ha, das ist der Gust, der hat alle ein Bier daheim. Ich wiederhole, ha, das ist der Gust, der hat alle ein Bier daheim. Zu Deutsch, der Nachbar August hat immer einen erlesenen Tropfen an Gerstensaft zu Hause lagern. Ja, was soll man rumrumpeln? Rumpeln wir um. Ich wiederhole, rumpeln wir um. Zu Deutsch, lasst uns aufbrechen. Wie sich soeben herausstellte, hat das Nachbarskind doch tatsächlich die ganze Scheune in Brand gesteckt. Jetzt hat der Krippe doch tatsächlich mit seinen Streichhölzern von der Tankstelle die ganze Hütte notzündet. Ich wiederhole, hurra hurra, die Hütte brennt. Ja, wenn der Gustl jetzt doch nicht grillt, wo gehen wir dann jetzt hin? Na, rasen wir doch ins Weinfestobe, hä? Ich wiederhole, na rasen wir doch ins Weinfestobe, oder? Zu Deutsch, so lasst uns den Weg auf das hiesige Weinfest nun starten. Ja, oder wir gehen zur Resi ins Charlies auf 2 bis 12 Uhr. Nein, auf keinen Fall zur Resi ins Charlies. Das ist eine ganze Hagelbohne. Bei der habe ich Hausverbot. Ich wiederhole, das ist eine ganze Hagelbohne, da habe ich Hausverbot. Zu Deutsch, mit dieser Person ist nicht gut Kirschen essen und ich darf dieses Lokal nicht mehr betreten. Was hast du noch gestellt? Nein, letztes Wochenende in einem Saurasch. Weil die ganze Porzen auf Hummus und Fuchsspüren. Bah! Ich wiederhole. Lese hoch, in seinem Saarausch hat er die ganze Porzen vollgespült. Bah! Oder so ähnlich. Zu Deutsch, er hat sich die 13 halbe noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ja gut, dann geh mal durch ins Weinfest. Ja, aber wie, die haben kein Bier da. Das war's mit der ersten Folge Altbayerisch für Anfänger. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein bei Folge 2. Wenn es heißt, Bier auf Wein, lass es sein.